Mecklenburg-Vorpommern bot als Partnerland der internationalen Tourismusbörse Berlin auf der Eröffnungsfeier ganz großes Kino. Ein Land voller beeindruckender Naturlandschaften, herausragender Schlösser, junger Menschen zwischen Tradition und Moderne. Eine Show wie ein Hochglanz-Urlaubskatalog. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre politische Heimat in Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich musste sie die erste ITB Berlin eröffnen, die ein deutsches Bundesland als Partnerland ausgewählt hat. Ich darf Ihnen verraten, ab und zu wird auch gearbeitet in Mecklenburg-Vorpommern. Aber das machen wir nicht so sichtbar, sondern so, dass man sich auch gut erholen kann. Ich komme aus dem vorpommerschen Teil. Es gibt nämlich noch viel zu sagen über die Unterschiede zwischen Mecklenburg und Vorpommern. Zumindest haben sie zwei verschiedene Hymnen. Aber nun will ich nicht weiter über meine politische Heimat sprechen, sondern mich doch wieder der Welt zuwenden. Die Darbietungen reichten von Shanty bis Breakdance. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ließ sich in einem kleinen Talk auf den Spitznamen MacPom ein und warb für das Urlaubsland. Korrekt ist Mecklenburg-Vorpommern und MV, aber ich sage ganz oft und dann verstehen mich die Leute MacPom und ich finde es nicht schlimm. Hauptsache die Leute wissen, dass es um Mecklenburg-Vorpommern geht. Die Menschen, die zu uns kommen und dort Urlaub machen, können sich darauf verlassen, dass es kein Overtourism gibt, sondern dass wir diese Balance halten, Qualität sichern. Das ist das, was wir zukünftig wollen. Unser Land so ursprünglich und natürlich, wie es ist, aber eben für die ganze Welt auch zugänglich machen. Sichtlich stolz waren auch die Akteure aus dem Land, die sich seit Jahrzehnten für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern stark machen. Ich meine, es ist ein toller Moment, ITB, Partnerland zu sein, Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eine Auszeichnung. Es ist sehr mutig, dass Mecklenburg-Vorpommern hier vorangeht, sich ins Schaufenster der Welt stellt. Und das wollen wir haben im deutschen Tourismus, insbesondere mehr ausländische Gäste. Wer Angst hat vor Größe, der soll gleich zu Hause bleiben. Insofern nein, das Land hat, wie gesagt, das touristische Potenzial und muss es auch mit ganzer Kraft leben. Und dazu gehört auch hier ein entsprechender Auftritt auf der ITB 2018 in Berlin. Alle Darsteller des Abends haben eine Beziehung zu unserem Bundesland. Der Musiker und Weltstar Felix Jähn wuchs im Klützer Winkel in der Nähe von Wismar auf. Eine beeindruckende Show des ersten Bundespartnerlandes der ITB Berlin. Ganz authentisch MacPom und auf keinen Fall Hochglanz zeigten sich die Blowboys. Mit den Rostocker Jungs verabschieden wir uns von der ITB Berlin. In unserem MV-Spezial sehen Sie noch einen ausführlichen Bericht von der weltgrößten Tourismusmesse. Bully in the alley, bully down the shin bone.